Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die nach Ticket und heute habe ich das Spiel Kingdom Maker. Viel Spaß! Okay, wir starten das Spiel. Ich habe das, ich denke, noch nicht gespielt. Also ich habe noch nicht den Namen gehört, Kingdom Maker. Es hört sich aber sehr interessant an, wenn es das ist, was es verspricht. Also sprich, wir bauen uns ein Königreich auf. Hier unten steht auch schon eine kleine Geschichte dazu. Und das ist anscheinend mein Hauptgebäude. Meine Stadt. Hört sich zumindest sehr interessant an. Ich mache ja eigentlich so Aufbauspiele wie Team Park und sowas, habe ich damals sehr gerne gespielt. Orks. Aber ich vermute, dass es sowas wie, wie heißt es? Kingdom of Avalon und sowas. Vermute ich, ich weiß es nicht. Wer ist da? Ich bin ein Lord. Ich habe bereits eine. Weiter. Wie sehe ich aus? Nee, so rundes Gesicht habe ich nicht. So eckig auch nicht. Ich habe keinen Spiegel hier. Das wäre aber auch cool, dass man seinen Charakter individuell einstellen kann. Nein, nein. Ah, ich denke mal eher ein bisschen rundlicher. So. Das ist so kantig. Oder so. Haare. Cool. Schöne Frisur. Ah, die passt schon, die Frisur. Augenbrauen. Die sind alle gleich. Ach, das sind die Augen. Gerade auch die Augenbrauen geschaut. Ja, sind alle gleich. Da sind das die Augen. Ja, ich sag mal, wie sagen viele zu mir, aber ich habe so Schlafaugen. So in der Art. Das ist ja so ein böser Blick oder so ein asiatischer Blick, würde ich sagen. Und das ist noch mehr asiatisch. Schon mal ganz cool. Das war so. Das sind die Augenbrauen. Ich habe lange Augenbrauen. Ich würde sagen, diese hier. Nase. Die passt schon ganz gut eigentlich. Oder? Oder noch nicht? Ich habe so ein bisschen spitzer, ne? Soll ja nicht 100% sein, ne? Ungefähr, passt schon. Ich habe jetzt keinen Spiegel hier. Dann sage ich mal den. Von der Figur, dünn. Breiter, ich habe eine normale Figur. Gibt es da noch mehr? Nee. Schnurrbart. Ja, 3 Tage Bart habe ich eher. Ja. Soll das jetzt meine Frau sein, oder wie? Hat manchmal tut. So. Eine kleine Nase. Kleine asiatisch, klein aber breit. Ja, das passt schon.
Lippenstift, Glaser. Figur. So, meine Frau. Ich und meine Frau. Ah, von der Hautfarbe ist ein bisschen zu dunkel. Ich muss nochmal die Hautfarbe ändern. Warte mal, geht das? Zurück. Ah, hier ist die Hautfarbe. Ja. Und bei mir die Hautfarbe, geht das auch noch? So, ich bin eher hell. Ah, das passt schon. So, meine Frau ist noch ein bisschen kleiner als ich. Größe kann man nicht einstellen. Egal. Dann machen wir hier mal der Form. Und da machen wir Lona. Und wir sind die was ist das jetzt? Ja, wir wissen Bescheid. Georga Bartak. Lager, Bartak, die German, KWDJ. Fertig. Meine Stadt. Das hört sich immer gut an. Ja. Also strategische Angriffe muss man auch führen. KBD, Chlorga, Bataki, German. Bergibera, Belanja. Chlorga, Bataki, German. Bergibera, Belanja. Den Song habe ich selber geschrieben. Gibt es irgendwo auf dem YouTube-Kanal von meiner Frau. Okay, das ist der Thronsaal, der ist ziemlich klein. Zumindest für den Thronsaal ist es ziemlich klein. Kingdom Maker! Uwir. Bauen. Speichern. Essen einkassieren. Gleich weiter bauen. Was ist das? Markt war das? Steine. Okay. Oh, der Weg wird automatisch gebaut. Das ist auch nice. Steine. Bau mein Schloss. Töte Orks. Mach ein Baby. Mach ein Baby. Wir töten aber erstmal Orks. Erstmal muss ich meine Stadt ja
absichern irgendwie. Würde ich sagen. Arme herstellen. Wir freuen doch noch Leute. Jetzt habe ich nur Bogenschützen. Ja, wenn das mal nicht in die Hose geht. Es war einmal 0:1. Jetzt die Stadt angreifen. Super. Mach ein Baby. Was kriegen wir? Mädchen oder ein Junge? Oder Zwillinge oder Drillinge? Das ist also das Haus. Jetzt muss ich mit meiner Frau reden. Grüße. Hey. Umwerben und verheiraten. Kuss und verheiraten. Zack, verheiratet. So geht aber schnell. Keine Hochzeit, keine Party. Ein Kuss schon verheiratet. Knickknack und verheiraten. Knickknack. Das sieht ja cool aus. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Und da, ein Junge. Ach, ein Mädchen. Anna. Kann ich einen anderen Namen geben? Keinen anderen Namen. Schade. Talente. Knickknack und verheiratet. Okay. Jetzt müssen wir ein Schloss bauen. Eigentlich wäre erst Schlossbaum wichtiger, dann Knickknack-Baby machen, oder? Ich würde sagen, da. Das ist wahrscheinlich der Bereich, in dem alles beschützt wird. Noch ein Turm bauen.
Ach so, jetzt verstehe ich. Von dem einen Turm zum anderen wird das verbunden und auf dieser Länge. Ah, das ist also die Mauer, die gebaut werden kann. Warum sagt man mir das nicht gleich? Mensch, kann ich die nochmal verstellen? Mist. Da habe ich ja jetzt einen richtigen Bock geschossen, ja? Zwei Tage sind sie schon erreicht. Infanterie los. Wie viel kann ich ausbilden? Ah, kein Essen mehr. Über 30. 5 Minuten dauert das. Okay, dann bauen wir was. Da ist der andere. Ah, man kann noch verschieben. Warum geht er nicht da durch? Ich habe doch dein Tor reingemacht. Und da. Ups, das war falsch. Und da auch. Okay, da geht eine Straße hin ins Niemandsland. Da geht keine Straße rein, aber da geht eine raus und da eine raus. Oh, lass mal so. Passt schon. Wir bauen. Das müssen wir bauen. Okay. Wir bauen nochmal sowas. Okay. Und wir bauen nochmal. Nochmal sowas. Supi. Jetzt bauen wir Felder. Noch ein Feld. Noch ein Feld. Noch ein Feld. Noch ein Feld. Und das letzte Feld. Okay, ein Upgrade.
Mission einsammeln. Wohnungen. Ich muss einer Gilde beitreten. Also ich muss nicht, aber ist glaube ich besser. Kann man nicht umbenennen, Baby. Schade. Level 1. Händler. Also unser Baby ist ein Händler. Was bin ich? Ich glaube, ich bin ein Niemand. Und meine Frau. 1000. War bei mir auch 1000? Ah, Strategie. Taktik. Ich bin der Taktiker. Dann machen wir das Baby mal erwachsen werden. Wie? Das dauert 1 Stunde und 3 Minuten noch. Ich weiß nicht, wie lange vorher. Ich glaube 1,5 Stunden bestimmt. Dann spiele ich also schon 27 Minuten. Familie, Familie, Familie. Okay, und dann noch einmal. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Ich mache nochmal schnell die roten Punkte alle weg. Ach, kein Essen mehr. Meine Leute hungern. Hungersnot. Meine Stadt polarisiert. Sie erblüht in Glanze. Ah, da ist auch nur Eingang und Ausgang, sehe ich gerade. Warte mal. Kann man ranzoomen? Ja, sicher. Da. Ich habe da Ein- und Ausgang, da Ein- und Ausgang, da ein Ein- und Ausgang und da ein. Die anderen werden irgendwie nicht benutzt. Hier geht zwar rein, aber pupp, da endet es. Da endet es. Geht immer noch nicht rein. Egal. Wir bauen erstmal kurz in die Stadt weiter. Ich wollte ja die ganzen roten Punkte da einsammeln. Aber jetzt komme ich wieder nicht dazu. Sägewerk. Plattform. Noch eine Plattform.
Das ist gut. Das gibt Verpflegung. Ne, jetzt mache ich die roten Punkte. Was steht da? Gut. Zurück. Das war alles. Hier, 15. Vier Stück gesehen. Eins. Also das haben wir auch. Und dann sind wir hier. Eins. Ein Händler. Da ist KBDJ. Genau, und das ist so, wie ich sagte, kannst du bestimmt dann angreifen. Gibt es nicht irgendwie sowas mit einer Stadt aufbauen? Habt ihr ja schon was gespielt mit der Stadt aufbauen, aber das war so an für sich ganz gut, aber es war nicht so mein Geschmack, wie ich das gerne hätte. Hab ja noch genug Steine. Das kostet immer nur 12 oder sowas. Ich habe 3000 Steine. So, wo ist das nächste Mal, dass ich warten muss? Oh, jetzt geht's da auch rein, da auch. Jetzt geht's schon überall rein. Okay, ich muss warten. Das heißt, ich würde jetzt hier nochmal schnell die Punkte einsammeln. Da bin ich bei. 5 Minuten war das, dass es umsonst geht. Bis dahin habe ich Zeit, alles einzusammeln. Shop. Wunderbar. Ja. Leider nicht mit mir. Gut, dann würde ich sagen, was. Da leuchtet noch eine. Eine 1. Tagesziel. Okay. Und dann würde ich sagen, das war's fürs Erste. Doch noch. Ah, komm. Wir machen bis zum nächsten. So, los geht's. 13 Minuten. Okay, das ist doch heute jetzt wirklich länger. Dann kann ich mir auch gleich noch ein paar Leute bauen. Bauen. Das hört sich mal an. Gut. Jetzt kann man auch durch allen Toren gehen.
Ach, das ist gar kein Ausweg. Das ist nur der Weg zu den Posten rein, ja? So. Und da. Da ist der Eingang. Okay, das passt alles. Gut. Damit würde ich sagen. Ist mein Tagesziel für heute abgeschlossen? Oh, jetzt ist hier wieder kein Weg. Egal, auf einmal kommt da einer. Jetzt ist vielleicht. War noch nicht. Gut. Dann beenden wir das Spiel mal. Spiel schließen. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao.